Ja, Mette Leute, herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Heute schauen wir uns mal an, was Rainer am 14.8. so im Stream fabriziert hat. Er hat da 2 Tage jetzt nicht gestreamt. Seine Abos sind weiter runtergegangen, glaube ich um 8 Stück, als er nicht online war. Na, immerhin. Und ja, der Stream gestern wirklich wieder babamäßig gewesen. Vielen Dank an jeden, der da war. Ich weiß nicht so, was man so im Stream so machen konnte. Klar, man kann sich hier und da mal ein paar kleine Themen rauspicken. Aber nicht viel passiert ist, naja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, worüber ihr gerne reden wollen würdet. Dann greife ich das auf, bereite dazu ein bisschen was vor und dann geht's rein, würde ich sagen. Auch nach kompletten Restreams hatte ich gefragt, haben eingeschrieben, hätten sie Bock, ich auch. Ich würde sagen, Mittwoch, also den 16.8., würde ich sagen, machen wir einen Stream, da starten wir ein bisschen vorher, 20 vor ungefähr, plus minus. Und schauen dann zusammen den Stream an. Die 2 Stunden. Ich weiß nicht, ob ich die ganzen 2 Stunden mache. Schauen wir mal, wie das Stream an sich ist. Aber ich denke schon. Und ja. Heute am 15.8. kein Stream, weil ich bin nicht zu Hause, wenn Rainer streamt. Also davor und danach nicht. Danach, ihr wisst, was ich meine. Davor bin ich einfach nicht da. Wenn ich viele Hater habe und die Hater nicht wollen, dass ich mit Leuten matche auf die Art und Weise, dann gehen die mal auf die Leute los. Posten immer, dass man raus soll. Wenn ich dann raus bin, dann kommt dann der eine oder andere Streamer rein und will dann aufklären, was ich bin, wer ich bin und so weiter und so fort. Und dann erzählen sie eine Menge Lügen und sagen, dass du nicht auf mich hören sollst, versuchen dir aber gleichzeitig ihre Meinung aufzudrängen. Das ist die Kurzfassung. Also ich kenne dich nicht und ich gehe jedem Menschen neutral, begegne ich. Das ist eine Warnung, geh raus. Hä, Leute, was macht ihr? Aber danke, so viele Zuschauer hatte ich noch nie. Wow. Ja, das ist das, was du bei mir immer haben kannst. Viele Zuschauer kriegst du bei mir immer. Guck an, so viele Zuschauer hatte ich noch nie. 209. Leute. Ja, ich habe 714. Ja, danke. Cool. Das ist bei mir immer so, dass die Leute dann viel kriegen. Das Problem ist, dass dann nicht immer, aber vor allem kommen dann immer viele eben von meinen Hatern und Kritikern zu den anderen, weil die eben versuchen wollen, meinen Matchpartner zu vergraulen, dass ich keine Matchpartner mache, weil ich verdiene dann... Habt ihr keine Hobbys? Also jetzt mal ernsthaft. Nee. Hä, was ist los mit euch? Ich bin YouTuber, beziehungsweise ich war früher auf YouTube, ich habe jetzt seit neuestem wieder einen Kanal und ich hatte 12 Jahre mache ich den ganzen Job jetzt schon mit Livestreams, Videos und so und habe seit 10 Jahren diese Hater an der Backe. Die haben auch irgendwann rausgefunden, auch wegen meiner eigenen Schuld, wo ich wohne, waren da bei mir vor der Haustür, haben da Stress gemacht und alles. Eieieiei. Magst du ein Match machen? Weil ich kriege jetzt auch einen Anfrage. Leute, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was es soll. So. Erstmal, Rainer hatte erwähnt, dass er die letzten beiden Tage nicht online war, weil er viel zu tun hatte, natürlich. Ich habe den Bot, der Rainers Aktivitäten verfolgt, jetzt nicht mehr angeguckt die letzten Tage. Aber er war safe nicht unterwegs. Wo soll er gewesen sein? So. Er wohnt nicht in Nürnberg gesichtet, also war er nicht bei seinem Helfer. Und abseits davon, naja, ist wieder viel Lü, er hat einfach nur keinen Bock. Man merkt auch so ein bisschen, denke ich, daran, dass ihm TikTok jetzt ein bisschen egal geworden ist, weil er jetzt auf YouTube wieder ist und ja immer noch nicht weggemeldet wurde. Ich hoffe mal, dass es ihm so ein bisschen auf ihn zurückkommt, wenn YouTube jetzt weggemeldet wird und er auf TikTok jetzt so ein bisschen, sagen wir mal jetzt 1-2 Wochen lang hält das mit YouTube. Er lässt TikTok komplett vernachlässigt, verliert da wirklich 100 Abonnenten bis dahin, sage ich einfach mal. Und dann muss er zurück auf TikTok und dann würde ich gerne mal so seine... ja, Ausrede haben, warum er jetzt plötzlich wieder da ist. Naja, sei es drum. Das nur zu vor diesem Clip. Dann jetzt wieder, ja, die Schallplatte wieder. Wer hat sie vermisst? Ich nicht. Jemand hat diesmal nicht angefangen, oh, ich bin ein Hellseher, bla bla bla. Aber wie er dann wieder da kommt, ja, bei mir kriegst du immer viele Zuschauer. Ich hab 7 Uhr noch was, hehe. Und dann sie kriegt tausende Nachrichten. Macht den altbekannten Fehler, ich versteh's halt nicht. Versuch mich immer in die... jemanden von jemandem reinzuversetzen, der einfach Rainer nicht kennt, das Game nicht kennt und auch vielleicht sogar neu im Internet ist, man weiß es nicht. Wenn der ganze Chat voll wird, ich meine, wenn sie sich über 200 Zuschauer so sehr freut, wird der Schnitt bei 20 Leuten liegen, würde ich sagen. Einfach mal so geschätzt, ich kenne sie nicht. Aber wenn dann so viele Leute bei dir reinkommen, sagen, ey, geh da raus, bla bla bla, was auch immer da steht und Rainer selbst diese Schaltplatte dann auch noch ausführt, dann muss doch bei einem normalen Mensch, sage ich einfach mal, jede Alarmglocke losgehen, zu sagen, jo, vielleicht sollte ich mich diesmal nicht auf den ersten Eindruck verlassen, weil Rainer kann das gut, im ersten Eindruck nicht komisch rüberzukommen oder halt nicht beachtenswert, sage ich mal.
dass ich dem ersten Eindruck einfach nicht mehr vertraue und einfach gehe. Stattdessen sagt sie, oh, ist mir egal, lass matchen. Naja, ich hoffe mal, sie rudert schnell zurück. Gerne. Mensch, ich kenne ihn doch gar nicht, Leute. Muss man nicht den Menschen immer eine Chance geben? Naja, ich versuche vor allem in die Zukunft zu leben und nicht immer in der Vergangenheit, aber meine Vergangenheit hängt mir halt so heiß hinterher, oder besser gesagt, die Leute aus der Vergangenheit hängen so hinter mir her, dass ich das nicht loswerde. Ja, schwierig, ne? Also vor allem, wenn man irgendwas öffentlich halt gemacht hat, sodass das auch viele Leute mitbekommen haben, dann ist es schwierig, ne? Das hier ist ein neuer Account, weil die mein Passwort geändert haben. Was? Kannst du Rudi aus irgendwo grüßen? Nee, bitte nicht. Sowas bitte am besten gar nicht vorlesen. Rudi war mein Vater, ist 2011 verstorben und mit Ausbuddeln meinen die, dass sie ihn ausgraben wollen. Ach, also richtig asozial. Das ist ein Nachname. Also nee, ja, das sagen alle immer, aber das, wenn man mal drüber nachdenkt, Rudi ausbuddeln. Also ausgraben. Das ist der Dialekt. Genauso wie sie immer reden, weil sie kein Niveau haben und keinen Stil. Und weil sie jemanden damit provozieren wollen. Die haben das irgendwann mal geschrieben und daraufhin habe ich mich extrem darüber aufgeregt, weil die halt auf meinen verstorbenen Vater. Ja, jeder. Aber das ist halt genau der Punkt. Krass. So, Leute, jetzt müssen wir noch ein bisschen reinhauen, sonst verlieren wir das Match, dann verlieren wir unseren Win. Und sie hat 6 Wins, schaut mal, die können wir uns krallen. Erstmal dieses Ich will in der Zukunft leben, Kack, ne? Also. Wir hatten das Thema schon relativ oft und ich bin wirklich immer noch der felsenfesten Meinung, na klar, wenn jemand vor 10 Jahren etwas Schlimmes gemacht hat und sich dafür entschuldigt hat, Reue gezeigt hat, ganz wichtig, und es besser macht, bin ich wirklich auch dafür, dass man sagt, ja, vor 10 Jahren, der war vor 10 Jahren halt dumm, sage ich einfach mal, hat sich jetzt gebessert, sich entschuldigt, hat Reue gezeigt, bla bla bla. Dann kann man sagen, ja, man sollte ihn langsam mit den Sachen in Ruhe lassen. Aber er macht die ganzen Fehler, die er sich noch nicht entschuldigt hat, noch keine Reue für gezeigt hat, weiterhin. Und dann ist es halt zu einfach zu sagen, ja, was ich jetzt 10 Jahre gemacht habe, ist es erstmal egal. Das finde ich einfach Quatsch. Und dann ja die Sache mit Rainers Vater. Das ist im Game, wir hatten im Livestream drüber gesprochen kurz, wegen der Moralfrage im Game. Ja klar, es wäre, ich nehme jetzt einfach mal mich als Beispiel, ich finde, ich mache relativ neutrale Videos. Ich finde nicht, dass ich Rainer jetzt übermäßig beleidige, ihn schlechter darstelle, als er ist, oder ihn irgendwie hasse. So, ich sage einfach, was ich zu den Clips meine und hau da meistens, bin eher damit beschäftigt, irgendwelche Verschwörungstheorien aufzustellen, wie einige so schön gesagt haben. Aber trotzdem finde ich einfach, dass man Rainers Vater da wirklich raushalten sollte. Ich meine, der Mann ist tot. Auch wenn es Rainer nicht interessiert, natürlich will Rainer dadurch die Moralkarte spielen und sagen, ja, die bösen Leute gehen auf meinen toten Vater. Aber es ist Rainer egal. Ihr habt es ja auch gemerkt, am Ende, als die auf das Thema gekommen sind mit Rainers Vater, da war das Match dann eine Sekunde später wieder viel, viel wichtiger. Also Rainer ist es wirklich scheißegal, aber muss ja nicht, nur weil es Rainer egal ist, uns egal sein, ne? Aber wie gesagt, es ist eine schwierige Frage, die Moralfrage im Game zu beantworten. Ob man auf eine Art Menschen wirklich, ja, soll man das sagen? Ich will nicht sagen drangsaliert, das ist viel zu starkes Wort, aber es geht in die Richtung. Und andererseits irgendwelche Regeln aufzustellen. Aber ja, auf jeden Fall, das gerne eure Meinung dazu da, wie ihr das mit der Moralfrage im Game seht. Ich finde, es gibt halt Sachen, die bei Rainers Umfeld sind, sprich seine Eltern, seine Freunde in Anführungszeichen, deine Matchpartner, die ihn nach einem Mal wieder fallen lassen, die sollte man so ein bisschen in Ruhe lassen. Außer sie beteiligen sich aktiv am Game. Natürlich, das ist natürlich, wenn ihr sich selbst auf die selbst eine Zielscheibe aufsetzen, ja, dann selbst schuld. Dann kann man den Leuten auch nicht helfen. Aber Leute, die halt unbewusst da reinschlendern und wieder rausgehen, lasst die in Ruhe. Ja, das Wort zum Sonntag, das wollte ich einfach nur mal sagen. Da interessiert mich sehr eure Meinung, wo ihr eure Moralfrage stellt. Sagt ihr, ja, im Game, es gibt keine Moral. Man darf machen, was man möchte. Sagt ihr, so wie ich eigentlich auch, die Grenzen des Games sind die Grenzen des deutschen Gesetzes, sage ich mal.
Plus halt diese einige Ausnahmen, wie sein toter Vater und so weiter. Auch wenn man es natürlich nur macht, um Rainer ein bisschen zu triggern. Oder sagt ihr, ja, es ist generell falsch, Rainer zu kritisieren. Warum auch immer. Ob ihr Drache seid oder nicht, würde mich sehr interessieren. Ja. Das wollte ich einfach nur mal ansprechen. Wieder viel zu lang geworden, der Kacktake hier. Dankeschön. Mist. Gut. Alles klar, ziehst du weiter. Ja, also ich weiß wirklich nicht, was das soll. Ich finde es auch nicht cool von den Leuten. Also ich weiß nicht, was du gleich gemacht mal vorab. Hast, aber ich denke mir immer so, wenn ein Mensch Reue zeigt, und ich glaube, das zeigst du ja, dann hat ein Mensch auch eine zweite Chance verdient. Ich bereue viele Sachen, die ich gemacht habe, mal abgesehen davon, aber vieles von dem, was mir vorgeworfen wird, sind Lügen. Und das habe ich nie gemacht, das ist auch nie passiert. Es wird mir einfach nur vorgeworfen, viele glauben das dann. Und wieder andere Sachen wurden einfach überspitzt wiedergegeben oder in einem falschen Kontext und so weiter, was dann zu Streitpunkten bei vielen geführt hat. Also ich finde es halt, schwierig, weil wenn ich mir vorstelle, dass ich an deiner Position wäre und alle würden mich jetzt so haten, das ist halt schon, es ist schon krass, muss man halt schon sagen, ne? So, aber naja. Wie gesagt, ich weiß nicht, was da passiert ist, ich kenne dich so nicht. Es ist halt krass, dass du so viele Hater hast, also so viele Hater wie du hast, so viele Bewunderer habe ich noch nicht mal. Also wirklich, das ist schon hart, also es tut mir schon leid, gell? Aber ja gut, ich muss ja dazu sagen, ich habe auch ein Recht, ich bin ja auch recht bekannt schon mittlerweile. Also wir reden ja von 200, 300 Leuten, sondern wir reden ja von Größenordnungen von die 100, 200.000, ne? Auf YouTube, mein Account hatte 280.000, bevor er gesperrt wurde. Und der TikTok-Account hat 325 oder 29.000 Follower. Also das ist schon eine gute Größenordnung. Na gut. Dann wünsche ich dir noch erstmal wunderschön, wie es Rainer nervt, dass sie ihn einmal nicht reden lassen hat, obwohl sie noch mitten im Satz war und Rainer wieder seine typischen Anfälle hat und einfach dazwischen reden möchte. Schön, dass sie immerhin einmal geschafft hat, drüber zu reden. Immer wieder schön, das von jemandem zu hören, den es selbst massiv aufregt, weil man Leute nicht ausreden lässt. Weil man das ja in einer guten Erziehung so gelernt hat. Ja. Jedenfalls sein Gesicht war sehr schön. Ja, wenn er Reue zeigt, ich bin bei ihr. Habe ich ja im letzten Clip auch schon gesagt. Ich bin da wirklich bei ihr, wenn jemand Reue zeigt und den Fehler wieder gut machen möchte oder sich halt immerhin dafür entschuldigt. Da kann man nach 10 Jahren auf jeden Fall sagen, yo, Bro, ne, das belastet dich nicht mehr. Aber Rainer schon, ja, ich bereue viel, aber. Direkt wieder das Aber. Direkt wieder unnötig. Sofort wieder, du weißt, yo, er meint sich ernst. Vor allem, weil er dann direkt danach sagt, ja, aber vieles der Sachen sind gelogen. Nein, Rainer, ungefähr 90% davon hast du wirklich gemacht. Klar, dass eine kleine Dunkelziffer da ist und Sachen, wo man nicht weiß, ob du es gemacht hast oder die offensichtlich gelogen sind, würde ich so im Bereich von 10% einordnen, plus minus. Aber du zeigst keine Reue. So, Rainer zeigt keine Reue. Ihm ist das egal. Würde es nicht dafür sorgen, dass er weniger verdient, sage ich mal, durch diesen schlechten Ruf, wäre es ihm auch komplett scheißegal. Deswegen also, und dass er ihr leid tut. Na klar, als Außenstehender in den ersten Sekunden kann man denken, oh, der wird von so vielen Leuten gehasst, okay. Aber da muss doch direkt dieser Gedankengang kommen, wo man sagt, ja, aber warum hasst den so viele? Ich meine, wie Rainer schon sagt, Hunderttausende von Leuten teilweise, wenn man mal die gesamte Haterschaft mal über die Jahre verteilt mit einberechnen will, die hassen doch nicht irgendjemanden einfach so. Oder die verfolgen doch nicht irgendjemanden einfach so. Du kannst doch nicht so naiv sein und sagen, wenn eine Person sagt, nee, denen ist einfach nur langweilig, die hassen mich. Aber währenddessen hunderte Leute auf dich einschreiben, dass du doch bitte da rausgehen sollst. Ich verstehe nicht, warum man dann dieser einen Person vertraut. Na klar, du bist gerade mit ihr Angesicht zu Angesicht, in Anführungszeichen. Das bestärkt natürlich so das Gefühl, nicht gegen die Person schießen zu wollen, weil man sich dann schon so ein bisschen kennt, sage ich mal. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Aber ich verstehe das bei diesen TikTok-Leuten einfach nicht, dass keiner von denen so viel Grips hat, sage ich jetzt einfach mal, um abzuwiegen, was denn wahrscheinlicher ist. Naja, und am Ende natürlich wieder das Flexen, ne? Weiß auch nicht so. Einfach, ja, ich hatte tausende Abos da, tausende Abos da. Ja, Rainer, der YouTube-Kanal, der wird wahrscheinlich bald weggemeldet, wissen wir alle. Der andere Kanal ist für immer weg. Und die 300.000 TikTok-Abonnenten. Ich glaube, ich hatte mal irgendeine Reaction gesehen, ich weiß es nicht mehr, auch von einem größeren YouTuber in Millionenhöhe. Ich weiß noch nicht mehr genau, wer das war.
Er hat von einem Schweizer Taschenkumpel erzählt. Der hat 1-2 Millionen Follower auf TikTok und er kann davon nicht mal leben. Weil er einfach die Reichweite nicht rüberkriegt auf Plattformen, wo Follower was wert sind. Naja, ich würde sagen, das war's mit dem ersten Teil. In diesem Match ist wieder viel Lülü passiert, was wir hier mal aufarbeiten mussten. Wie gesagt, morgen, Mittwoch, denke ich 19.30 Uhr ungefähr, starten wir den Stream und höchstwahrscheinlich dann den ganzen Drachenlord-Stream durch. Ich weiß nicht, wie lange, wie gesagt, vielleicht brechen wir auch mittendrin ab, weil es einfach, sich das Ding roh zu geben und dabei die ganze Zeit zu kommentieren, es wird irgendwann langweilig. Deswegen recht immer so mit von 19.30 Uhr bis 21 Uhr ungefähr, würde ich sagen. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank an alle Leute, die gestern da waren. Schreibt gerne was in die Kommentare, was ihr wollt. Am besten was videospezifisches. In der Videobeschreibung ist alles wichtiger. Wir schauen mal Battle und Meddeln. Habe ich, glaube ich, nicht erwähnt. Dann sehen wir uns morgen im Stream, in den Kommentaren beim nächsten Video. In Restream-Chats. Wer weiß das schon. Haut rein.